Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute ist das Motto Dehnen und Entspannen, den ganzen Körper so langsam zur Ruhe zu bringen. Du brauchst heute so einen Yoga-Klotz. Wenn du keinen hast, kannst du auch ein oder zwei Decken nehmen. Faltest die so straff zusammen, dass es so ziemlich fest und kompakt ist. Und dann starten wir nachher, dass du dich auf deinen Klotz oder auf die Decke draufsetzt. Ich wünsche dir viel Freude beim Entspannen. Komm in einen aufrechten Sitz auf deinem Klotz oder auf der Decke. Du solltest möglichst so hoch sitzen, dass die Knie den Fußboden berühren können. Die Füße sind so hintereinander gelegt. Streck dich lang nach oben heraus. Nimm für einen Moment die Hände vor deinem Herzen zusammen. Atme tief durch, komm kurz zur Ruhe. Mit der nächsten Einatmung lass die Arme nach vorne oben aufsteigen. Ausatmen, lass die Arme wieder sinken. Einatmen, streck die Arme lang nach oben. Und ausatmen, wieder nach unten. Atme dabei durch deine Nase ein und aus. Und lass den Mund dabei geschlossen. In der nächsten Ausatmung dreh deinen Oberkörper zur Seite. Einatmen, Arme wieder nach oben strecken und die Seite wechseln. Ausatmen, den Oberkörper zur Seite drehen. Dein Blick geht dann über die Schulter mit nach hinten zurück. Führ die Übung ganz langsam ohne Hast aus. Bleib dann nach vorn gedreht und lass die Arme sinken. Streck die Arme zur Seite aus. Mit dem Einatmen ziehst du die Arme noch ein Stückchen weiter nach hinten zurück, bringst die Schulter nach hinten auf den Rücken. Mit dem Ausatmen schiebst du den Rücken im Katzenbuckel nach hinten, nimmst deine Arme unten nach vorn. Einatmen aufrichten und ausatmen, den Rücken nach hinten im Katzenbuckel schieben. Einatmen und aus. Einatmen, werde ganz weit. Ausatmen, schieb den Rücken rund nach hinten. Einmal lass beim Ausatmen die Arme sinken. Stell deine linke Hand an der Seite auf. Mit der Ausatmung dehnst du dich über deine linke Seite, streckst den rechten Arm lang nach oben heraus. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, zur rechten Seite ziehen. Einatmen und ausatmen, streck dich lang in die Seite hinein. Genieß die Dehnung in deiner Flanke. Versuch dich immer noch ein bisschen weiter zu strecken. Ein letztes Mal. Komm in der Mitte wieder an und dreh dich dann als nächstes auf deine Knie mit herum. Deinen Klotz kannst du zur Seite legen. Stell deine Hände unter den Schultern auf.
Hinten die Füße kannst du entweder die Fußspitzen so aufstellen oder lässt sie flach am Boden liegen, wie es dir dann angenehmer ist. Die Hände sind unter den Schultern, die Finger spreizst du nach außen. Beim Ausatmen schiebst du den Rücken im Katzenbuckel nach oben. Beim Einatmen lässt du im Kuhrücken den Rücken nach unten sinken und hebst deinen Kopf nach vorne mit an. Ausatmen, komm rund nach oben. Einatmen, wieder absenken. Halt dann in der neutralen Position an. Als nächstes mit den Händen so eine Faust machen. Setz die Faust vor den Knien auf und dabei überkreuzt du jetzt noch deine Arme. Fäuste sind vor den Knien aufgesetzt. Nach demselben Prinzip beim Ausatmen den Rücken rund nach oben herausschieben und beim Einatmen absenken, die Schultern so weit es geht von den Ohren wegziehen. Ausatmen, komm rund nach oben. Einatmen, den Rücken absenken, ganz lang strecken. Und setz die Übung in deinem eigenen Tempo sofort. Halte in einer neutralen Position an, tausch mal vorne die Arme um. Und setz die Übung noch für einen Durchgang fort. Beim Ausatmen wieder rund nach oben schieben. Beim Einatmen den Rücken absenken lassen, den Kopf vorne mit anheben. Halt in einer neutralen Position an. Nimm deine Hände noch weiter nach vorn. Komm in die Brettposition. Schieb dich von hier aus nach hinten in den herabschauenden Hund zurück. Beug deine Knie ein. Streck die Sitzbeinhöcker nach oben. Drück dich mit den Händen vom Boden weg. Streck so den Rücken ganz lang aus. Komm nach unten auf die Knie, hinten den Fußspann aufsetzen. Wir gehen in die Position des Kindes, stell vorne die Fingerspitzen auf, lass den Kopf auf den Boden sinken und atme in deinem eigenen Rhythmus tief ein und aus. Richte deinen Oberkörper wieder auf, die Hände vorne flach aufsetzen, die Finger nach außen spreizen, schieb dich nach hinten in den herabschauenden Hund wieder zurück. Beug die Knie, streck das Gesäß nach hinten heraus, atme tief und ruhig ein und aus. Lass deine Knie zum Boden wieder absinken. Öffne die Knie nach außen an den Mattenrand. Leg den Fußspann auf, schieb das Gesäß nach hinten zurück. Die Fingerspitzen vorn wieder aufsetzen. Lass deinen Kopf nach unten zur Matte absinken. Lauf mit den Fingerspitzen noch ein kleines Müh weiter nach vorn, um dich noch länger auszustrecken.
Richte deinen Oberkörper wieder auf. Bring die Knie wieder zur Mitte zurück. Setz dich gerade hin auf deine Fersen. Leg die Hände auf den Oberschenkel ab. Nimm die Schultern nach hinten zurück. Bleib einen Moment hier. Wenn du magst, schließ die Augen. Spür noch einmal in dich hinein. Lass deine Schulter noch ein Stück weiter nach hinten sinken. Streck den Rücken noch etwas weiter nach oben heraus. Und öffne dann wieder die Augen. Bring deine Beine jetzt nach vorn. Wir setzen uns auf unsere Matte. Für die Schildkröte positioniere deine Füße so, dass die Fußsohlen jetzt aneinander sind und der Abstand von deinen Fersen sollte ungefähr so eine Unterarmlänge betragen. Es gibt jetzt zwei Varianten. Knie fallen so nach außen. Entweder du greifst mit deinen Händen vorne an den Füßen heran, ziehst die Knie Richtung Boden nach unten und dann an den Füßen sanft deinen Oberkörper nach vorn. Kannst entweder in dieser Position halten oder gehst mit deinen Unterarmen unter den Beinen unten drunter durch, umfasst wieder von vorn die außen die deine Füße und lässt den Oberkörper nach vorne wieder absinken. Dann bleibst du in dieser Position. Auch hier, wenn du magst, kannst du die Augen mitschließen. Atme tief und ruhig ein und aus. Wieder lösen, langsam den Oberkörper aufrichten, die Beine zur Mitte zurückbringen, rutsch auf deiner Matte noch ein Stückchen nach vorn und begib dich dann nach unten in die Rückenlage. Deine Beine kannst du gleich so aufgesetzt lassen, Füße stehen etwa hüftbreit geöffnet auf. Dreh mal die Hände mit so herum, dass dein Handrücken auf der Matte aufliegt. Arme und Schultern und Kopf liegen ganz entspannt auf dem Boden. Hebst dein Becken beim Ausatmen nach oben an. Hältst oben, atmest tief ein und aus. Und lässt dann ganz langsam, Wirbel für Wirbel, deinen Rücken nach unten zur Matte wieder abrollen. Spür dabei, wie nach und nach deine Wirbelsäule auf der Matte wieder ankommt. Wenn du auf der Matte unten ganz angekommen bist, halt noch einen Moment inne, heb dein Becken nach oben wieder an und lass noch einmal deinen Rücken langsam, Wirbel für Wirbel, nach unten wieder abrollen. Wenn du möchtest, kannst du auch das noch einmal mit geschlossenen Augen ausprobieren, um so noch besser in deinen Rücken reinspüren zu können. Heb dein Becken nach oben wieder an und roll dann ganz langsam nach unten wieder ab. Wenn du ganz auf der Matte wieder angekommen bist,
Lass deine Beine ganz locker, den Rücken locker, die Arme, die Schultern. Spür, wie dein Hinterkopf auf der Matte liegt. Ein letztes Mal den Rücken nach oben bringen. Oben wieder kurz halten. Und ganz langsam nach unten abrollen. Leg deine Arme zur Seite auf den Boden auf, etwa so 90 Grad nach außen, dass der Handrücken auf dem Fußboden aufliegt, und versetz deine Füße an den Mattenrand für den Scheibenwischer. Beide Knie pendeln nach links und dann nach rechts. Füße bleiben auf dem Boden und kippen immer auf die Außenseiten mit hin und her. Die Arme und Schultern liegen ganz locker und entspannt. Lass deine Beine aufgesetzt, bring die Füße wieder zur Mitte zurück, streck dein rechtes Bein nach oben aus, umfass mit den Händen Oberschenkel oder die Wade, spann das Bein fest in die Hände an, halt so, und zieh dann das Bein noch ein Stückchen näher zu dir heran. Versuch deine Schultern, soweit es geht, nach hinten auf den Rücken zu ziehen und die Schultern am Boden zu lassen. Wieder lösen und die Seite wechseln. Spann das Bein erst fest in die Hände hinein an und zieh dann mit den Händen das Bein noch ein Stückchen näher zu dir heran. Bring die Schultern nach hinten auf den Rücken zurück. Hebt das Bein wieder ab. Lass beide Beine lang nach vorne ausgleiten. Leg die Beine so aneinander. Lauf mit kleinen Schrittchen mit deinen Fersen zur rechten Seite. Die Hüfte bleibt flach am Boden liegen. Wenn es nicht mehr weitergeht, bleibst du so liegen. Leg den rechten Arm zur Seite. Den linken nach oben neben deinen Kopf. Und bring den Oberkörper jetzt noch ein Stückchen nach rechts. Die Hüfte bleibt immer noch flach am Boden. Und dann solltest du auf deiner linken Seite ein angenehmes Ziehen spüren. Komm mit dem Oberkörper und den Beinen wieder zur Mitte zurück. Wechseln die Seite, den linken Arm zur Seite weglegen,
Die Fersen laufen zur linken Seite. Die Hüfte bleibt flach am Boden. Den rechten Arm nimmst du nach oben neben deinen Kopf. Leg den Oberkörper noch ein Stückchen weiter zur linken Seite. Und genieße wieder die Dehnung in deiner rechten Körperseite. Wieder zur Mitte zurück. Bring den Arm wieder mit nach vorn. Leg die Arme so leicht von dir geöffnet mit dem Handrücken auf den Boden ab. Lass deine Füße ganz locker nach außen kippen. Schließ für einen Moment noch die Augen. Spür, wie deine Fersen auf dem Boden aufliegen. Deine Waden. Deine Beine, dein Becken, deine Hände und deine Arme, dein Oberkörper und dein Kopf. Atme tief ein und aus. Schick deinen Atem in deinen Bauch hinein. Beobachte, wie deine Bauchdecke sich sanft hebt und wieder senkt. Beginne deine Hände immer zu einer Faust zusammenzuballen und wieder zu öffnen. Wenn du möchtest, kannst du die Augen noch geschlossen halten. Packe mit deinen Füßen, kreis sie. Öffne dann wieder die Augen. Komm zum Schluss noch einmal nach oben in den Sitz. Ich hoffe, du konntest entspannen, deinen Körper dehnen und so zur Ruhe kommen. Wenn du möchtest, abonniere gern meinen Kanal. Da oben ist das rote Hans in Form Logo. Einfach kurz draufklicken und dann kannst du kein neues Fitness- oder Yoga-Video mehr von mir verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Namaste.